Der Ukraine-Krieg hat auch das Außenministertreffen der 20 größten Wirtschaftsnationen auf Bali überschattet. Zwar saßen zum ersten Mal seit Beginn der Kämpfe die Außenminister Russlands und der USA an einem Tisch. Doch direkte Gespräche führten sie nicht. Und der russische Außenminister Lavrov ging sofort nach seiner Rede aus dem Saal, ohne sich die Reaktionen anzuhören. Nein, die Kritik der anderen will er sich dann doch nicht anhören. Sergei Lavrov verlässt die Außenministerkonferenz der G20 unmittelbar nach seiner Rede. Verärgert vor allem über die Amtskollegen aus den westlichen Industrienationen. Die kritisieren Russland auf großer politischer Bühne scharf wegen des Angriffs auf die Ukraine und weigern sich, direkte Gespräche mit dem russischen Chefdiplomaten zu führen. Nicht wir haben diese Gespräche verweigert, es waren die Vereinigten Staaten. Wir laufen niemandem hinterher. Wenn sie nicht mit uns reden wollen, dann ist es ihre Angelegenheit. Eigentlich wollten die indonesischen Gastgeber ja über die weltweite Klimakrise sprechen und über die Rolle internationaler Organisationen wie der UN bei der Lösung globaler Probleme. Aber dann steht doch der Ukraine-Krieg im Zentrum der Konferenz und die Folgen. Viele im Kreise der G20 treibt die Sorge vor einer Ernährungskrise um. Vor allem die Entwicklungs- und Schwellenländer fürchten die Folgen ausbleibender Weizenlieferungen aus der Ukraine. Russland hat heute erklärt, Weizenexporte per Schiff wieder möglich machen zu wollen. Wann und wie genau, bleibt allerdings unklar. Auch wenn das nicht unser Krieg ist, sondern der Krieg des russischen Regimes, tun wir alles dafür, dass dieses Getreide aus der Ukraine herauskommen kann. Ich habe als G7-Präsidentschaft heute noch mal eindringlich an die russische Führung appelliert. Die Fronten zwischen Russland und vor allem dem Westen haben sich also weiter verhärtet. Ein Beginn hin zu einem neuen Miteinander war die G20-Konferenz in Bali jedenfalls nicht.